Hallo, ich grüße euch. Wir hatten heute vor, heute Abend Live-Sendung zu machen. Wir haben aber jetzt eine Festlegung getroffen. Im Einvernehmen mit ein paar Leuten, die noch Schriftsätze von mir brauchen und die auch heute abgeben müssen, geht das natürlich vor. Ihr wisst ja, es gibt eine Reihenfolge. Zunächst erstmal die unaufschieblichen gerichtlichen Sachen, die von unseren Mitgliedern kommen. Ja? Das hat absolute Priorität, auch vor dem Livestream. Ja? Die Voraussetzung dafür ist, dass sie da sind. Und dass sie Rede und Antwort stehen können, wenn irgendwas schlüssig ist, wo man nochmal nachhalten kann. Wenn die Telefone nicht erreichbar sind, muss der Fall hinten anstehen. Dann kommen alle Sachen, die auch wichtig sind, aber nicht von unseren Mitgliedern kommen. Und wenn natürlich jetzt sehr viel Nachfrage ist, gerade jetzt im Zusammenhang mit der bösen Zeitungsberichten, im Zusammenhang mit der Siegelrechtewahl, das ist unser staatliches Recht, was aus der Europäischen Menschenrechtsrichtlinie kommt, die Bundesrepublik unterzeichnet hat, und da kann der Landrat nicht hinstellen und sagen, das wäre eine Werbesendung. Nee, es ist eine Wahl. Es ist ein Volksentscheid. So, wenn die CSU oder CDU auch gesagt hat, mit uns wird es nie einen Volksentscheid geben, ist es ja, dass sie gegen das Volk arbeiten. So, da muss man nicht lange überlegen. Eine Partei, die den Volksentscheid nicht zulässt, ist eine Diktatur. Ja, ganz einfach, das ist nach Grundgesetz verboten. Man sieht, müssen sie der CDU schon alleine wegen der Aussage im Prinzip für verfassungswidrig erklären, weil Volksentscheid ist ein fester Bestandteil. Steht im Artikel 29 Absatz 8 des Grundgesetzes drin. Ja, dass das Pflicht ist bei jeder Gebietserweiterung. Und wir haben hier das Problem, dass sie in Ranis einen Gemeindeklau versuchen. Ich will euch mal zeigen, worum es geht. Das ist also hier so ein, muss ich mal vorsichtig machen, das ist also hier so ein Schreiben hier, ich halte mal die Nummer zu, damit man das hier, das ist, also es ist folgendes, die sagen hier, das wäre ein anonymes Schreiben, haben aber oben auf den Wahlzettel eine Nummer stehen, und die stimmt überein mit einem namenbezogenen Schreiben, wo diese Nummer auch auftaucht. Also das heißt, in der Stadt Ranis gibt es eine Zuordnung zwischen dieser Wahl und den Bürgerinteressen, also in den bürgerlichen Namen. Also das heißt, die Stadt verfügt dann hinterher über eine Kenntnis, wer auf welchen Wahlzettel welche Kreuze gemacht hat. Und damit ist das Prinzip einer geheimen, direkten, unmittelbaren Wahl verletzt. Vor allen Dingen ist ja wieder mal nicht festgestellt worden, wer überhaupt wahlberechtigt ist. So, und einbürgern darf die Stadt nur Deutsche. Ansonsten muss er nämlich die anderen Bundesstaaten fragen. Steht ganz klar im Bundestag drin. So, und wenn die Stadt Ranis meint, dass sie sich an staatliches Recht nicht halten muss, dann müssen sie mal ins EGBGB § 50 gucken, und da steht nämlich drin, dass diese Rechtsprechung Vorrang hat. So, und auch vor der Gemeinde Vorrang hat. Die Gemeinde hat zwar eine Selbstverwaltung, aber sie kann das nur innerhalb dieser gesetzlichen Gesetzgebung machen. Die darf davon nicht abweichen. Und da unser Bürgermeister das aber nicht interessiert und sich aber auch nicht strafbar machen, unterschreiben sie eben nur mit gezeichnet. Gezeichnet heißt, ich habe den Vorgang gesehen, aber ich übernehme keine inhaltliche und rechtliche Verantwortung. So, damit ist es keine ordentliche Wahleinladung. Ja, das ist ganz klar. Tja, und das Hauptproblem an diesem Ding ist, dass zwei Fragen stehen. Und zwar steht hier im Rahmen der Durchführung einer Thüringer verwaltungsfunktionalen Gebietsreform, wobei man sagen muss, das ist ein Entwurf, keine Durchführung, weil die Durchführung braucht einen Volksentscheid. Steht ganz klar. Artikel 29 Absatz 8. Der Volksentscheid ist nicht, und das ist auch kein Volksentscheid, weil der Volksentscheid ja wieder nur mit Wahlberechtigten funktioniert. So, und zwar steht die Frage, Eingliederung in die Stadt Bösnick mit Sitz der Verwaltung in Bösnick, also das heißt, die Ranisser haben dann keinen eigenen Bürgermeister mehr, oder die Eingliederung in eine Einheitsgebiete unter Wellenborn mit Sitz unter Wellenborn. Was geht uns denn unter Wellenborn an? Ranis ist eine Stadt mit Stadtrechten, die bis in 800 zurückgeht. Die sind viel weitreichender als die Rechte, die die Bundesrepublik selbst hat. Viel, viel weitreichender. So. Später haben dann durch die Überfälle 1945 die Kommunisten im Prinzip dafür gesorgt, dass die Leute vergessen, auf welchen Stadtrechten sie hocken. Und heute wissen die alle. Die wissen zwar, wer bei DSDS gewonnen hat und wo es den neuesten Smartphone und Klingelton gibt, aber was aus ihren Stadtrechten ableitbar ist, wissen sie nicht. So, und mit dieser Wahl haben sie auch gar keine Chance, weil nämlich steht, wenn jemand kein Kreuz abgibt, also weder mit der einen noch mit der anderen Lösung einverstanden ist, weil ja die Stadt Ranis einen eigenen Bürgermeister haben soll, der sich auch um die Stadt kümmert und nicht sich ständig nur mit Migrantenprojekten abgibt und die Stadt Ranis sozusagen weder wirtschaftlich noch finanziell voranbringt. Das Thema hatten wir ja voriges Jahr schon mal. Und jetzt ist die interessante Frage, wenn Sie jetzt hier das Grundgesetz unterlaufen haben, indem Sie also den Bürgern vortäuschen, eine
keine Wahl zu haben, also dass sie ihre Gemeinderechte oder Stadtrechte abgeben sollen an eine Firma Stadt Pößneck oder Firma Stadt Unterwellenborn, weil ja die auch nur Firmen sind, kann man ja jeweils nachlesen beim UBIC, wer da als Firmeninhaber da ist. Also sozusagen die Stadtrechte einer wirklichen Stadt, die erst 800 nach Christus ist, in eine Firma überführen und dabei die Leute Glauben machen, dass sie dieser verwaltungsfunktionalen Gebietsreform zustimmen müssen. Nee, die verwaltungsfunktionalen Gebietsreform erfordert einen Volksentscheid nach Artikel 29 Absatz 8. Und dafür ist festzustellen, wer wahlberechtigt ist. So, und das ist ja nicht passiert. So, und genau aus diesem Grund muss das heute passieren, weil derjenige, der ja hier den Wahleinspruch machen kann, ich kann es da selber nicht machen, aber ich bin beauftragt worden zuzuarbeiten, da will das heute noch abgeben und unterschreiben und deswegen müssen wir heute die Live-Sendung einfach mal sein lassen. Tut mir leid, ich hätte sie gerne auch gemacht, ich habe mich auch schon vorbereitet. Es gibt auch eine ganze Menge zu tun, aber das, was zu tun ist, das würde ich euch jetzt einfach ansagen und das könnt ihr abarbeiten. So, ihr habt ja die Live-Sendung vom 1. und vom 15. jeweils schon bei YouTube. Ja, da habt ihr neben allgemeinen Wissensabgleich natürlich auch die Vorgehensweise, wie das mit der Siegelrechten und Verweserwahl funktioniert. So, und wir haben das jetzt an einem Ort mal beispielhaft durchgezogen, damit wir sehen, wo die Schwierigkeiten sind, wo wir nachbessern müssen. Und das hatte ich in der letzten Sendung auch erklärt. Ich habe auch erklärt in der Sendung vom 15.8., wie ihr zu den Karten kommt, wenn ihr kein Straßenverzeichnis eures Wahlkreises kriegt. Ja? Also das heißt, ihr geht bei openstreetmap.org rein, sucht euch eure Stadt raus, indem ihr eure Stadt eingibt und dann guckt ihr nach, wo die Gebietsgrenzen vom 27.10.1918 gelegen haben. Das kriegt ihr als alten Gemeindebescheiden raus, geht ins Stadtarchiv oder ins Staatsarchiv oder ins Kreisarchiv, überall liegen entsprechende Bescheide, wie die Verwaltungsreform zu dem Zeitpunkt ausgesehen hat. Und dieser Rechtsstand interessiert. Es interessiert nicht, wie es davor war, es interessiert auch nicht, wie es danach war. Exakt 27.10.1918. Es gelten alle Regelungen, die davor entschieden worden sind, aber bis zum 27.10.1918 nicht aufgehoben worden. Das ist ganz wichtig. Was danach aufgehoben oder eingeführt wird, das wird das nicht. Das ist nicht staatlich. Das ist das Recht der Besatzer oder Unrecht der Besatzer, weil sie sich über gewisse Regularien der Hager Landkriegsordnung, Artikel 43, einfach hinwegsetzen. So, und dafür setzen sie Marionetten ein, wo man glaubt, die haben eine Legitimation, die haben sie nicht. Die haben einfach nur erzählt gekriegt, ihr habt jetzt hier die Aufgabe, das zu verwalten. Das ist aber nicht so. Es steht in der Hager Landkriegsordnung, dass das staatliche Recht während der Besatzung, und zwar außerhalb des Kriegsrechts, vorgeht. Das ist ganz wichtig. Deswegen versucht die Regierung Merkel, jetzt sehr viele Migranten hier reinzubringen, vor allem eben auch gewaltbereite Migranten, die hier keine Zuflucht brauchen, sondern die brauchen ein Ort, ein Land, was sie erobern können. Und die haben auch ganz klar angesagt, weil für verschiedene Demonstrationen, wir erobern euer Land. Also das heißt, das ist das, mit wem wir uns die nächste Zeit auseinandersetzen müssen. So. Und nur eine Stadt, die Stadtrechte hat, kann sagen, nee, wir machen hier nicht mit. Wir berufen unser Stadtrecht, was wir mit der Gründung erhalten haben, und wir können sagen, wenn wir einbürgern, wenn nicht. So. Und damit kann man also gewaltbereite Islamisten sozusagen sagen, bitte kümmert euch, was in dem Stadtteil habt ihr hier Aufenthaltsverbot, das kann eine Stadt mit Stadtrechten aussprechen. So. Und da kann die Bundesrepublik nichts machen, überhaupt nichts, geht nicht. Ja, das Stadtrecht geht vor, bei Bundesrecht ist hier nachrangig. So, zunächst muss man ja wissen, guckt mal ins Grundgesetz, Artikel 25 steht ganz klar drin, dass das Völkerrecht vorgeht. Im Völkerrecht haben wir verschiedene Sachen, Menschenrechtsrichtlinien, die vorgehen. Wir dürfen einen gesetzlichen Gesetzgeber wählen. Und der Bund ist nicht der gesetzliche Gesetzgeber, sondern es ist eine Parteiuntergliederung. Ja? Dass die zwar so tun, als würden sie immer Gesetze machen, aber die Gesetze werden nie wirklich in der erforderlichen Form ausgefertigt und gesiegelt, sondern es bleibt alles in so einem Zwischenstadium hängen. Man könnte sagen, Kunst ist frei. Es kommt nicht dazu, dass es irgendwie ein gültiges Gesetz hat, aber die Angestellten des Bundes, also wie in einer Firma, werden verpflichtet, das umzusetzen. So, das ist funktioniert. Am Ende könnt ihr sagen, ja, das war ja sowieso nicht gültig, das hättet ihr ja erkennen können. Ja, aber wir werden ja mit UBIX ohne Einführungsgesetz von UBIX jeden Tag belästigt. Jeden Tag. Ja, es vergeht kein Tag, wo geltendes Recht in unserer Blick gebeugt wird. Einfach, weil das Einführungsgesetz von UBIX gelöscht worden ist. Und wenn das Einführungsgesetz gelöscht wird, ist das UBIX weg, was damit eingeführt worden ist. Eine ganz einfache Sache. So ist der Jurist, aber die Juristen müssen immer unterschreiben, dass sie nicht gegen die Abgründe des Systems vorgehen.
Das ist das, was ich euch immer wieder erklärt habe, dass ihr da bitte euch nicht auf die Gesetzgebung der Weimarer Republik, nicht auf die Gesetzgebung des Nationalsozialismus, sondern ausschließlich auf das Recht vom 27.10.1918 beziehen. Und dort ist nicht nachgesehen worden, ob es eine Mensch-Person-Diskussion gab. Da gab es auch kein HSV, da gab es keinen gelben Schein. Alles, was zu dem Zeitpunkt interessant war, war ein Heimatschein, beziehungsweise die Sauberableitung nach Rostock. Und das Rostock kann auch die Bundesrepublik nicht aufheben. Sie kann nur so tun, als hätte sie drin rumgeärmt. So, sie dürfen nicht mal das Ausfertigungsdatum ändern. Man sieht zwar, dass in allen neuen Stacks noch das Ausfertigungsdatum vom 22.07.1913 steht, aber der Text ist geändert worden. So, und da es aber nicht im Reichsgesetzblatt veröffentlicht, sondern im Bundesgesetzblatt, ist ja im Prinzip nur eine Veröffentlichung einer Redaktion, wir könnten das Gesetz ja irgendwann mal so ändern, warten die einfach die 99 Jahre ab und gründen dann eine Instanz der Weimarer Republik, meinetwegen Medinat Weimar, und von dort aus regieren die alle Gebietsteile, die unter dem angeblichen Versailler Vertrag stehen. So, jetzt müssen wir wissen, wie der Versailler Vertrag zustande gekommen ist. Den hat der Kaiser nicht unterschrieben. Da ist also juristisch erstmal nicht vorhanden. Aber Max von Baden hat ihn unterschrieben. Und er war erpressbar, weil er war homosexuell. Und man hat ihn damit erpresst, dass er, wenn er es nicht unterschreibt, dass der Fakt an die Öffentlichkeit gebracht wird. Und da hätten sie ihn praktisch an die Wand gespielt. So, das hat er vermieden. Deswegen hat er alles gemacht, was die Eliten hinter seinem Rücken von ihm verlangt haben. Damit kann man nicht von einer politischen Gesetzgebung ausgehen. Das ist der Punkt. So, nachdem der europäische Rechtsprechung gesagt hat, dass alles nach dem 14.03. ungültig ist, dann hat das Tillessen-Urteil, kann man nachlesen, auch in dem Zeitraum, ich glaube ein paar Tage eher, eine Frist gesetzt, nach der das nicht mehr gültig ist. So, also das heißt, das Tillessen-Urteil hat ja wieder Vorrang, weil das von einer höheren Instanz kommt, also Internationales Kriegsverbrechertribunal hat nochmal eine höhere Instanz als ein Parlament einer Bank. Ne? Der EuGH ist ja ein Parlament einer Bank. Europa besteht nur aus einem Bankenkonsortium. Und das ist eben das, was viele nicht wissen. Die denken, dass die EU irgendwas Staatliches ist. Es ist eine private Organisation, eine Nichtregierungsorganisation, die mit Pumpen, Bananen, Verfügung und ähnliches Zeug und Staatsorganregelungen von sich reden gemacht hat, aber versucht, in das staatliche Recht reinzukommen, indem sie den Leuten alle ihre staatlichen Rechte anziehen. Und wenn du in einen Ausweis reinguckst, siehst du da drin Deutsch, also weißt du, dass sie bei dir unter dem staatlichen Recht entzogen haben. Deine Staatsangehörigkeit kann nur eine von den 27 sein, die im Rostock steht, nämlich um Durchführungsbestimmungen. Dort stehen drin, welche Bundesländer als am 27. Bundesstaaten als am 27.10.1918 gegeben haben. So, kannst du gucken, von Baden-Baden bis Elsass-Lothringen stehen sie alle drin. Und wenn was anderes drin steht, als diese vier, dann hast du im Prinzip deine Bundesstaatenangehörigkeit weggenommen gekriegt. Natürlich illegal, weil man hat dann dich getäuscht. So, um die wiederzukriegen, müsstest du im Prinzip erstmal eingebürgert werden. Viele denken ja, wenn ich nach Rostock ableiten kann, bin ich auch Rostock-Deutscher. Nee, bist du nicht. Du bist erst Rostock-Deutscher, wenn du eingebürgert bist, wenn du die Bundesstaatenangehörigkeit durch einen Verwaltungsakt verliehen bekommen hast. Mit deiner Geburt in einem Bundesstaat, weil du ableiten kannst, hast du das Recht erworben, aber nicht den Verwaltungsakt. Verwaltungsakte kannst du nicht erben. Dein Vater oder Großvater, der das noch hatte, der hat das, aber bei dir muss es erst eingetragen werden. Du hast das Recht, weil du biologischer Nachkomme bist. Den Verwaltungsakt laden zu haben, aber der Amtmann, der das machen will, der ist nicht da. Und du kannst doch nicht sagen, du machst das jetzt mal, sondern du musst das wählen, weil er muss ja ein gültiges Siegel verwenden. Und ohne Siegelrechte kann man keine gültigen Ausweise erzeugen. Es geht nicht. Es haben so viele Reichskanzlereien schon Reichsausweise gemacht und haben da hunderte Euros eingenommen dafür mit Reisepass und Führerschein. Also, das ist alles illegal, weil dort nicht das ordentliche Siegel drauf ist. Die Gestaltungen sind teilweise top aus. Können wir durchaus mit einem bundesdeutschen Reisepass nebeneinander legen und sagen, toll. Ja. Aber es ist der falsche Adler drauf, es ist der Adler der Weimarer Republik drauf und in der Weimarer Republik hat die Bundesrepublik zu sagen. Und aus dem Grund haben es natürlich Leute, die mit dem Zeug da dran rumgeschwirrt sind, natürlich dann Hops genommen, früher oder später bei irgendwelchen Verfahren. So, weil eben dort nicht das staatliche Siegel drauf ist. Und das staatliche Siegel hätte die Bundesrepublik beachten müssen. Das andere haben sie nicht beachten müssen. Alle Adler der Weimarer Republik sind genauso Firmenzeichen wie Aldi, Lidl und so weiter. Ja, da ist nichts staatlich. Der gelbe Schein ist nicht staatlich. Das ist kein Staatsangehörigkeitsakt. Es steht auch gar keine Staatsangehörigkeit drauf. Es ist einfach nur ein Betrug. Die Leute sind im Prinzip mit 25 Euro betrogen worden und haben nicht
einen entsprechenden Nachweis, dass sie in einem Bundesstaat die Staatsangehörigkeit erworben haben, die denen zustehen und die auch kein Bundestag aufheben kann. Das geht nicht, weil kaiserliches Recht kann nur der Kaiser aufheben. Und es würde mich wundern, von ihm zu hören. Der Einzige, der an der Sache noch mal was machen kann, wäre ein Verweser, dass der sagt, okay, du kannst deine Bundesstaatenangehörigkeit nicht dadurch verloren haben, dass du nicht in der kaiserlichen Marine gedient hast, weil es war ja keine Musterung. Ne? Das ist eine Verfügung, die der Verweser machen kann und das muss auch passieren. Also eine Änderungsgesetzgebung zu einem Bundestag muss es geben. Ja, und dazu brauchst du Siegel. Wir müssen die Wahlberechtigte bestimmen und wir können uns ja schon einfach überlegen. Guckt rein, das Grundgesetz steht drin, Grundgesetz 100, Artikel 116, wo die Grenzen der Bundesrepublik liegen. So, und dann frage ich mich, wann hat denn die Bundesrepublik in Polen Wahlbenachrichtigung ausgegeben? Hat sie nicht gemacht. Und demzufolge sind die Wahlergebnisse ungültig, weil das Gebiet falsch abgesteckt worden ist. Und wir haben ja auch die staatlichen Grenzen, sondern die von 1937 sind rein willkürlich. Da hat der Staat nie mitgestimmt. Der Kaiser hat nie gesagt, das ist korrekt. Der hat bis 1941 sogar nicht mal an Hitler die Rechte abgetreten und danach auch nicht. Im Sommer ist er gestorben in Berlin. So. Und er hat seine Auszertigungsrechte mit ins Grab genommen. So. Wir können sie uns nur wiederholen, indem wir ein direktes Referendum über die Siegelrechte machen, einen Verweser wählen, der ein direkter Vertreter ist und der auch alles machen kann, was der König auch machen konnte. Er kann das Kriegsende erklären, er kann den Staat wiederherstellen, er kann die Bundesrepublik zur Reparation verordnen, weil sie ja Steuer eingenommen hat, ohne die Steuer an den Staat abzuführen. Ne? Als Verwaltung ist das ja okay, aber sie müssen sich an die Gesetze halten, das machen sie nicht, weil sie Urwix machen, die es im Kaiserreich nicht gibt, und sie halten sich noch nie an die Verfahrensweise, die es im Kaiserrecht zur Einbürgerung gibt und auch zur Bestrafung von Hochverraten ähnlich. Das wird alles, jeder kann ja Hochverrat machen ohne Ende, er wird nicht bestraft. Nee, im kaiserlichen Recht steht eine Strafe drin, die ist auszuführen für jemanden, der staatliche Autorität, also die Stadtrechte an jemand anders überträgt, ist Hochverrat. Und das ist egal, ob das von einem Staat oder von der Stadt, Hochverrat ist Hochverrat. So, und deswegen müssen wir uns wehren. Und wenn wir uns nicht wehren und wenn jeder nur sich abduckt in seine Fußballweltmeisterschaft oder sein DSDS, dann weiß ich nicht, was ihr noch euch beschwert, dass ihr euch früh und abend alles wegnehmen, was ihr euch erarbeitet habt. Da müsst ihr euch nicht beschweren. So, deswegen sage ich mal, brauchen wir heute keine Live-Sendung machen. Ihr kümmert euch um die Orte, wo die Wahlunterlagen ausgelegt werden, also das Wählerverzeichnis, wann das ist, von wann bis wann mit Öffnungszeit für euren Wahlkreis. Das ist die erste Sache. Die zweite Sache ist, ihr guckt nach, was in eurem Wahlkreis für ein Siegel von der Stadt gegolten hat, wo ihr die Flyer verteilen wollt. Das sogenannte Siegelgebiet. Na, wenn ihr also an der Milchrampe wohnt, an der Milchrampe 17, das gehört zum Verwaltungsbezirk Schlörkenstuhl. Und von dafür hatten die Siegel. Die Siegel musst du rausfinden, was am 27.10. gegolten hat. Und dann brauchst du noch ein zweites Siegel für die übergeordnete Einheit. Das ist die sogenannte höhere Verwaltungsbehörde, die Heimatscheine ausgestellt hat. Und da musst du mal gucken, was in deinem Gebiet von der höheren Verwaltungsbehörde gegeben hat und wie die Siegel ausgesehen haben. Da kann man bei eBay oder sonst wo kann man Heimatscheine kaufen. Wer die verkauft, weiß ich nicht, der weiß wahrscheinlich gar nicht, was das für einen Wert hat, so ein Heimatschein. Aber gut, wenn die Leute es halt verkaufen, verkaufen sie es halt. So, dort könnt ihr aber die Siegelabbildung gewinnen und könnt genau herausfinden, was das ist. In Sachsen hießen die Kreishauptamtmannschaft. Ich wiederhole nochmal, Kreishauptamtmannschaft. Die haben Heimatscheine gemacht. So, in Bayern ist es die Kammer des Innern. Da gibt es ja Oberbayern, Niederbayern, Mittelfranken und so weiter. Also vier oder fünf Bereiche, wo das gesamte Bayern aufgegliedert ist. In anderen Bundesstaaten hieß es wieder anders. Und das müsst ihr einfach mal rausfinden, wie die korrekt angeschrieben werden, wie sie korrekt heißen. Und um dieses Siegel rum, da könnt ihr euch als den Eberner Flyer als Vorlage nehmen, muss noch Notstandsrecht 1913-14 drunter, weil ja im Zeitpunkt zur Erstellung der Wahlunterlage das Siegelrecht dann noch nicht gewählt ist. Du machst zwar im Interesse des Notstandsrechts eine Wahlvorbereitung, dafür durfst du auch verwenden, aber du darfst in dem Sinne keine Einbürgerung ausstellen. Noch nicht, erst nach der Wahl. So, und wir haben auch herausgefunden, dass die Gemeinde durchaus in ihr eigenes Gebiet einbürgern kann, sofern es Deutsche sind. Und nur dann, wenn es nicht Deutsche sind, müssen die anderen Bundesstaaten zustimmen. Und die Bundesrepublik kann keine Migranten erzeugen, weil die Bundesstaaten der Migrationspolitik nicht zugestimmt haben. Keiner der örtlichen hat den Verfahren der Migration zugestimmt. Und in dem Fall sind alle Migranten illegale Einreisende. Ja? Schon alleine die Feststellung, dass jemand ein Migrant ist, ist ein Beweis dafür, dass er illegal eingereist hat. Entweder als Deutscher, alles ist okay,
oder hat nur Firmenzettel, weil er, was weiß ich, einen Dönerladen hat, was auch immer. So, und solange er seine Geschäfte hier betreibt, seine keinen Ärger macht und auch keinen Dschihad hier verursacht, ist das alles noch im grünen Bereich oder sagen wir mal im gelben Bereich, grenzwertig. Aber jemand, der dem ISIS heimlich angehört und hier Revolte verursacht und die Leute in der U-Bahn tritt und alten Omas Handtaschen klaut oder auch Scheinwolle zeigt, die alte Leute zusammenschlägt, nur weil sie den Amtsausweis verlangt haben, das ist Alter in der Bundesrepublik. Und jetzt ist es sogar so, dass in den Jobcentern die Bediensteten in die Software dort einen Eintrag machen müssen, wenn irgendjemand seine staatsbürgerlichen Rechte einfordert. Dann wird er zum sogenannten Reichsbürger gemacht. Das ist grob kriminell, was sie machen, verstoßen damit gegen die 241 Strafgesetz, politische Verdächtigung heißt es wohl. Guckt euch mal genau an. Und in dem Fall erfüllen sie alle vier strafrechtlich relevanten Punkte. Und da ist dann das Strafmaß zwischen einem Jahr und 10 Jahren. So, jeder AG-Mitarbeiter, der das macht, das Kreuz setzt oder das duldet, dass es bestehen bleibt, macht sich in dem Sinne strafbar. Und auch in diesem Fall müssen wir noch einen Schriftsatz machen heute, weil es einige betrifft, denen sie die Leistung gekürzt haben, bloß weil sie sich mal gekümmert haben, was denn die AG eigentlich ist. Also dass das auch nur eine Firma ist und überhaupt keine Legitimation oder keinen Entzug von Leistungen beschließen darf. Und die dürfen nicht weniger auszahlen als die Alimentierung, die in der AG-Landkriegsordnung nochmal festgelegt ist. Und das ist der Soll des einfachen Soldaten. Und wenn sie den Krieg ewig lange laufen lassen, dann muss es die Grundversorgung ewig lange geben. Eine ganz einfache Sache. Deswegen haben sich ja die meisten Besatzungsmächte nach 2 Jahren zurückgezogen. Aber wenn die Amerikaner denken, dass sie damit gut fahren, ja, dann müssen sie halt auch da einen sauren Apfel beißen und die Alimentierung bezahlen. Und wir denken, das ist ein schlechtes Geschäft. Der Ami kann es frei entscheiden. So, gut. Also ihr habt zu tun, Ort und Termin der Auslage der Wählerverzeichnisse herausfinden. Wir brauchen wenigstens 3 Zeugen, die dort sind und dort Einsichtnahme nehmen wollen. Die müssen auch bestätigen, wenn denen die Einsichtnahme verwehrt wird. Die müssen aber aus dem Wahlkreis sein. Das ist wichtig. Du kannst nicht einen Münchner nach Ingolstadt schicken, um das Wählerverzeichnis zu orientieren. Der Münchner muss in München gucken, nach Ingolstadt und Ingolstadt. So. Es müssen aber 3 Leute sein. Das hat einfach damit zu tun, dass du einen Zeugen dafür aufbringen kannst, dass unrichtige Ergebnisse drin standen. Wenn sie nicht euch gestatten, den gesamten Datenbestand zu sichten, weist er bitte darauf hin, dass niemand die deutsche Staatsangehörigkeit haben kann, aufgrund des Tillerson-Urteils. So, und das hat der Bundesrepublik untersagt, die deutsche Staatsangehörigkeit anzuwenden. Wenn jemand in seinem Personalausweis oder Reisepass deutsch drin steht, vergeht er sich gegen diese Festlegung des Militärtribunals. Das Urteil ist von 1946, ich kann euch das gerne in der Videobeschreibung dann mal das Aktenzeichen noch mit einschreiben. So, also, ich poste jetzt noch den Event, dass wir das verändern. Ich müsste noch mal gucken, wenn wir den Ausweichtermin machen. Ich müsste mal reingucken. Ich würde jetzt vorzugsweise einen Dienstag wählen. Da müssen wir mal gucken, was wir im September angeboten kriegen. Also zum Beispiel der 12. September würde sich anbieten, ne? Dass wir das in den Termin dann nachholen, der 12. September. Ich muss nochmal in Jonacast, in dem Eventmanager noch posten, dann seht ihr ja dann die abonniert haben, dass es heute nicht stattfindet. Ne? Gut. Ich danke euch trotzdem, ich werde jetzt das Video noch hochladen, sodass diejenigen, die das jetzt gesehen haben oder den Kanal abonniert haben, noch Bescheid wissen, dass sie heute Abend sich dann lieber mal mit die Siegel befassen und mit die Auslage der Wählerverzeichnisse, weil wir wollen flächendeckend das gesamte Wählerverzeichnis anfechten. Wir brauchen dazu auch pro Anfechtung noch 10 Leute, die der Anfechtung beitreten. Ja? Müssen also sein. In einem Bundesland müssten es dann 100 sein. Also im Bundesland 100 und in dem entsprechenden Wahlkreis 10. 10 ist das öffentliche Interesse. Wenn er die 10 nicht erreicht, kann der Staatsanwaltschaft sagen, no, das ist vielleicht gar nicht so wichtig. Sie müssen es aber prüfen, wenn das wahlrechtliche Belang hat, weil Wahl ist immer im öffentlichen Interesse. Aber den entsprechenden Schriftsatz kriegt er von uns dann noch zugeliefert. So, jetzt mache ich den Stream erstmal zu. Ich bitte euch, dass ihr da konzentriert daran arbeitet, dass ihr euch selbst organisiert, dass ihr nicht fragt, wie und was geht denn das jetzt. Bitte euch belesen, es richtig machen, die Videos angucken vom 1. und vom 8., vom 1. und vom 15., damit ihr genau wisst, was zu machen geht, am 8. ist. Und bringt uns bitte die Siegel und die 2 Siegel für das Siegelgebiet und für die höhere Verwaltungseinheit, damit wir euch die Flyer für die Druckvorlage liefern können.
Die Flyer selber kosten um 1 Cent pro Stück, ist also kein großes Ding, wenn man mal einen Ort mit 6.000, 7.000 Leuten befeuern will. Das ist alles noch im Rahmen dessen, was man in einem kleinen Freundeskreis mal absammeln kann. Ja, also für 1 Euro kriegst du 100 Flyer. Das ist also schon eine mögliche Sache. Und du musst aber bedenken, du bist dann immer die GEZ und diese ganzen Witterungsgebühren für die ganzen Vereine, die in der Barmer Blickrast entstanden sind, wieder los. Ja, wie es in allen anderen Staaten Europas, die haben auch eine solche Verpflichtung, die uns immer auferlegt werden. Das fällt dann alles wieder weg und möglicherweise kriegt man das Geld dann auch wieder, ja, weil es illegal zustande gekommene Gesetzgebung ist. So, gut, dann mache ich den Sack mal zu und melde mich dann später nochmal eventuell mit einem zweiten Offline-Video. Ne? Dankeschön, tschüss.